Hallo und willkommen, Schlepperfreunde, zu einem neuen Video. Diese Woche wollen wir natürlich das Fritz-Meyer-Verdeck noch fertig machen. Der Keller muss da rein. Und wenn ich Glück habe, kriege ich ja Ende dieser Woche noch die Plane. Die ziehen wir dann noch auf. So, ein Teil vom Keller habe ich jetzt drin. Hier rechts die Ecke muss ich noch. Ist natürlich ziemlich Fummelei, vor allem auch bei dem neuen Gummi. Und der Keller ist auch ziemlich kalt. Darum zieht er sich auch zusammen. Ich muss immer mit dem Föhn zwischendurch, mache ich den warm, ziehe da ein bisschen dran, damit er auch bis hier in die Ecke reicht. Ja, noch einiges zu tun. Jetzt versuche ich die obere Lippe da drüber zu heben. So, wenn man ein paar Zentimeter geschafft hat, dann gleichzeitig unten die Lippe darüber heben, sonst rutscht der ganze Mist wieder raus. So. Jetzt mache ich ihn wieder ein bisschen warm, ziehe da noch mal dran. So. Ich habe hier in diese Nut Silikonöl gespritzt, oder kann man auch einfach anders nehmen, dass das eben dieses Werkstatt
gut über das Gummi rutscht. Das erleichtert die Sache ungemein. Ja, wie zu erwarten war, macht hier die Ecke natürlich am meisten Arbeit. Jetzt ist sie drin. So, und jetzt der ganze Rest noch. So, das Kehlerband ist jetzt komplett drin. Oben sieht man allerdings, da fehlt ein Stück. Obwohl ich die warm gemacht habe und gezogen habe, fehlt hier jetzt ein Stück. Ja, weil ich wird wohl so bleiben müssen. Weil bei den anderen Fenstern habe ich gesehen, ist halt auch nicht bis auf der Ecke Stoß. Ja, oder vielleicht lasse ich mir noch was einfallen, muss ich noch mal gucken. Ich habe mir jetzt aus ganz dünnem Blech, verzinktem Blech, jetzt so eine Dreieckform gebogen. Mal gucken, ob ich das jetzt da irgendwie einsetzen kann. Ja, schauen wir mal. Ja, das mit der Ecke hat auch geklappt. Ist natürlich farblich ein bisschen anders. Aber das sieht ganz gut aus. Ja, für den Kehler habe ich jetzt fast 2,5 Stunden gebraucht. Bei der Hälfte habe ich dann auch aufgehört und habe dann am nächsten Tag weitergemacht, weil mir einfach die Daumen und die Finger zu weh taten, von dem ständigen Andrücken. Ist schon Shit-Arbeit. Ja, zum Einziehen des Kehlers gibt es auch Spezialwerkzeug. Das habe ich mir jetzt für das eine Mal nicht besorgt. Ich habe das mit so einem abgerundeten Schraubendreher gemacht. Wie ihr gesehen habt. Ich hänge euch mal ein Bild an, wie sowas aussieht. Allerdings weiß ich gar nicht, ob ich damit was hätte anfangen können, weil ich weiß nämlich nicht, wie groß die Aufsätze sind, die man da vorne einstecken kann, weil hier der Kehler ist doch ziemlich breit und ziemlich dick. Ob der überhaupt da durchgegangen wäre, weiß ich gar nicht. Ich habe viele Tipps gekriegt nach dem letzten Video, wie ich den Kehler einziehen soll, womit ich den Kehler einziehen soll. Viele Tipps zu anderen YouTube-Videos
gekriegt, wo man sich das anguckt, wie sowas geht, wie man das am besten macht. Vielen, vielen, vielen Dank erstmal dafür. Schön, dass ihr euch die Videos so intensiv anguckt und mir dann auch immer mal Tipps geben könnt. Vielen Dank dafür. Ja, Scheibe ist drin, Kehler ist drin. Thema Windschutzscheibe ist damit abgehakt. Die Plane, wenn ich Glück habe, kriege ich sie Ende der Woche. Könnte was knapp werden. Bis dahin müssen wir uns nochmal um die Beifahrersitzbank kümmern. Da habe ich, glaube ich, Mist gemacht. Ja, das Problem bei den fertig montierten Überholbügel ist jetzt das hier, dass die Sitzbank nicht geklappt werden kann, weil die vor die Schraube schlagen. Andere sagen genau das Gleiche. Jetzt muss ich mal versuchen, ob man das Gestänge hier in den Langlöchern noch so weit verschieben kann, dass ich daran vorbeikomme. So, ich habe es jetzt geändert. Sitzbank lässt sich klappen. Was ist passiert? Also dieses Scharnier hat ja ein äußeres Teil und ein inneres Teil. Und da hatte ich, glaube ich, verkehrt rum angebaut. Ich hatte dieses äußere Teil nach hinten und das innere Teil nach vorne. Und dann ging das hier nicht vorbei. Jetzt habe ich das kurzerhand umgedreht, habe das noch ein bisschen ändern müssen, jetzt die langen Löcher noch ein bisschen länger machen müssen, aber jetzt passen die Bretter wieder und es lässt sich klappen. Ja, kleiner Fehler, große Ursache. Ah, manche, oder man hatte mir geschrieben, warum ich denn für diese Aufnahme keine Schlussschrauben nehmen, sondern diese Sechskantaufnahme. Schlossschrauben, also sowas. Ja, da waren Sechskantschrauben drin. Ich bin überhaupt nicht drauf gekommen, da was anderes reinzumachen. Aber das ist gar keine so schlechte Idee. Das werde ich vielleicht noch mal ändern. Ja, Freunde, die Post war da. Ich glaube, das ist die Plane. Dann wollen wir mal gucken, was wir da bekommen haben. Bisschen vorsichtig mit dem Cuttermesser. Wir wollen die Plane ja nicht zerschneiden. So, das wird die Dampfwanne sein. Ja, auch mit den Laschen hier für die oberen zwei Streben, die sich da verschieben lassen. Die sind hier dran. Ja, der schwarze Rand. So, ich habe die alte Plane hier liegen. Ich lege die neue jetzt mal da drauf.
von der Form sieht das eigentlich ganz gut aus. Material, Dicke, ja, dürfte gleich sein, wenn ich das so fühle. Struktur. Die Struktur auf der neuen Plane ist feiner. Also das ist schon mal ganz klar. Ja, von der Farbe kann man jetzt ja, man muss jetzt so denken, dass die alte Plane natürlich verwittert ist, dreckig ist. Aber ich würde sagen, Farbe ist okay. Ja, lassen wir es so. Wenn sie sonst mal dran erinnert. Gut. Höher sein und auch ein bisschen länger, wie es aussieht. Aber die Ösen sind drin, oben die Laschen sind dran, hier mit den Drehverschlüssen, wo man die dann schön zumachen kann. Hier waren so Knöpfe dran, die muss man da drüber fummeln, das war ziemliche Arbeit. Ja. Die Scheibe, also scheint größer zu sein, weil ich habe hier ein einfaches Viereck. Und hier die neue Plane, wie man sieht, die hat hier noch so eine Vertiefung drin. Unten dieser elastischer Zug mit den Haken, um in die Bügelschrauben einzuhängen, ist drin. Die Lasche, hier ist die. Das ist die alte Bereich. Doch, hat sie wohl, aber das ist wahrscheinlich schon kaputt. Weiß ich gar nicht, wofür die ist. Wahrscheinlich auch irgendwo zum Festmachen. Ja, muss ich wieder mal gucken. Andere Seite. Außen. Da sieht ganz gut aus. Hol ich mal ein bisschen näher ran. Damit ihr ein bisschen mehr von der Plane sehen könnt. Ja,
Wo sind denn hier unten die Drehverschlüsse? Ja, bestimmt für die Frontschürze anzuhängen. Genau, wird wahrscheinlich so sein. Ja. Und ich habe mir noch die Frontschürze bestellt. Das ist der linke Teil, nein, im Fahrtwischen rechts, mit Schaufenster. Hier ist ein Gummi eingezogen, damit sich das schön um den Tank schlägt. Mit Befestigungsmaterial. So, das ist in Fahrtrichtung links für die Türe. Das ist natürlich blöd. Wie komme ich da jetzt ran? Ja, das ist ein elastischer Zug hier. Ein Gummizug. Aber wenn ich den ganz reinschiebe, dann muss ich mit dem Draht. Das ist eine Öse auf die Seite, muss ich mit dem Draht, muss ich daran rausziehen. Okay. Hier. Die Laschen. Achso, da musst du noch befestigen. Und eine Kiste mit Befestigungsmaterial. Bügelschrauben, ganz Paket. Die speziellen Schrauben hier für die Verdeckplane oben zu befestigen. Sieht doch alles ganz gut aus. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das auch dran kriegen. Ja, die Plane haben wir jetzt überprüft. Scheint alles dabei zu sein. Von der Qualität her bin ich eigentlich auch zufrieden. Das ist schon so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Schlepperfreunde hatten mich auch auf die Firma aufmerksam gemacht. Also die haben ihre Verdecke auch schon da machen lassen und die waren sehr zufrieden. Ja, ich hatte Kontakt am 16. hatte ich das erste Mal Kontakt mit denen und hatte angefragt, ob sie mir für meinen Göldner und den Fritzmeier Verdeck Plane liefern könnten. Und ja, das ging dann eigentlich doch recht schnell. Hatten direkt zurückgeschrieben und 2 Tage später habe ich dann auch bestellt und jetzt am Samstag, am 29. war es, ja, habe ich die Sachen gekriegt. Ging also recht schnell, wobei das Dach, die Planung fürs Dach schon fertig war. Die hatten die lagermäßig da, die anderen Sachen mussten extra gemacht werden. Das ging aber ganz schnell, finde ich. 14 Tage.
super Zeit. Ja, die Plane werden wir im nächsten Video montieren, auf das Fritzmeier Deck aufziehen. Wenn es interessiert, ist hoffentlich beim nächsten Video dabei. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video.